MLM, Vertriebspartner oder Kundengewinn oder Strukturvertrieb, Kundengewinn. Hallo, Thomas Klusmann, mein Name. In dem heutigen Video-Tutorial möchte ich euch mal meine Intentionen mitteilen bezüglich MLM, Partnergewinn. Und das ist ja so, die meisten Sponsoren, wenn man neu im MLM ist, sagen einem ja, man soll die Namensliste kontaktieren. Das heißt, ja, manche haben die auch schon verbrannt, weil sie schon mehrere MLMs hinter sich haben. Und ja, wenn man das macht, damit kann man starten, gar keine Frage. Dann sollte man aber in der dritten Person fragen. Und zum Beispiel, hallo Heinz oder hallo Doris, kennst du jemanden, der eventuell offen ist für eine haupt- oder nebenberufliche Tätigkeit? Ich baue mir da zurzeit ein Zweiteinkommen auf im Bereich Wellness, Vertrieb, Versicherung, whatever, Energie. Ja, dann so fragt man smart und wird nicht gleich, fällt nicht gleich mit der Tür ins Haus. Vielleicht sagt dein Gegenüber, dein Freund oder Bekannter ja auch, du, das wäre ja auch für mich was. Erzähl mir mal mehr. Und wenn, so fällt man halt nicht direkt den Leuten auf den Geist, sage ich jetzt mal. Grob ausgedrückt. Ja gut, das wäre jetzt so die Namensliste. Entschuldigung. Ja, man sollte denn eventuell auch andere Sponsormethoden in Anspruch nehmen. Das ist jetzt zum Beispiel die klassische Kleinanzeigenwerbung, kann man auch noch machen. eBay Kleinanzeigen, gutefrage.net. Das wären jetzt Frageportale. Da kannst du jetzt zum Beispiel Antworten geben, wenn du tolle Fragen da siehst, die du kennst, relevant. Oder Quora.com ist auch sehr gut. Da kannst du auch gut Antwort geben und dich branden oder dich als Experte dort einbringen. Das heißt, du darfst dann natürlich keine Links einfach jetzt so in den Antworten posten. Eventuell denn, oder ich weiß, dass bei gutefrage.net kannst du ja auch in deiner Bio den Link unterbringen. Dann ist es ja so, eben, und dann mit den Kleinanzeigenportalen drauf zurückzukommen, da kannst du dann diverse Portale nutzen, dann darfst du aber dann auch nicht die Links posten. Da musst du jetzt zum Beispiel Antworten geben lassen oder vielleicht deine E-Mail-Adresse eingeben oder deine WhatsApp, das ist möglich. Also wie gesagt, da kannst du auch Geschäftspartner darüber oder Kunden darüber gewinnen. Ist natürlich alles ein bisschen mühseliger. Aber der Marketing-Mix macht es aus. Dann kannst du noch auch die guten alten Flyer auch noch nehmen. Die gibt's auch noch. Ja, warum nicht? Aber da ist die Rücklaufquote sehr gering. 0,01% oder so. Erfahrungsgemäß habe ich schon oft gehört. Ich persönlich habe noch nie Flyer verteilt. Ja. Und es ist ja auch so, dann kommen wir jetzt mal zum weiteren Sponsoren. Egal welche Network-Firma oder egal welchen Betrieb oder Vertrieb du angehörst, ich will da auch nichts schlecht machen. Es ist ja so, die meisten Vertriebe oder MLM-Firmen oder Network-Affiliates-Marketing-Firmen, whatever, machen das ja so, dass du eine Landingpage bekommst, besser gesagt, eine Homepage, ohne Landingpage, wollte ich sagen. Und da kannst du dann ja das Unternehmen bewerben. Ja, und erstens hebst du dich nicht ab, du hast tausende Mitbewerber in deinem Unternehmen oder Geschäftspartner, wenn man es so sieht, aber jeder will ja sein eigenes Geld verdienen. Die sind in deiner Downline. Ja, jedenfalls ist es so, da kommst du denn oft, dass die Leute, die Interesse haben, dann googeln. Ja, und dann sind die weg und tragen sich eventuell bei jemand anders ein. Daher solltest du schon eine personalisierte Landingpage haben, um Leute auf dein Geschäft aufmerksam zu machen. Und das ist eigentlich eine Top-Möglichkeit zu sponsern in der heutigen Zeit. Da kommen wir dann später drauf zu. Übrigens, wenn du dich hier bis zum Schluss, wenn du dran bleibst bis zum Schluss, dann bekommst du noch ein Geschenk von mir, einen Chatbot Messenger Marketing. Also dieses Tool dazu. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst. Sollte man auch im Marketing-Mix einsetzen.
Ja, das kannst du dir dann, wenn du Kunde wirst, schreibst du mich an und ich schenke dir das. Ja, das wäre jetzt erstmal das. Und dann ist es ja so, es gibt auch andere Sponsormöglichkeiten in der heutigen Zeit. Da fangen wir mal an mit Facebook. Da kannst du zum Beispiel auch eine eigene Gruppe erstellen und immer Content und relevante Dinge posten, die dein Gegenüber eventuell interessieren. Des Weiteren kannst du diese Gruppe nutzen oder eine Gruppe aufmachen für Duplikation, wenn du Partner im Team hast und da relevante Videos oder Sponsor-Tools einstellen. Nur fürs Team eine Gruppe kann man auch benutzen. Aber wir sind ja hier, um Geschäftspartner zu gewinnen. Da geht es ja in dem Video drum. Da kannst du zum Beispiel auch in Gruppen gehen, Fremdgruppen, die sich zum Thema oder in der Nähe des Themas Geschäftspartner gewinnen oder Kunden gewinnen befinden. Da kannst du zum Beispiel denn Antworten geben auf Produkte oder auf Geschäftsmöglichkeiten helfen. Immer wieder, wenn du das jedes Mal 10, 20 Mal am Tag machst, dann wirst du auch Aufmerksamkeit gewinnen und Likes und Kommentare haben und dass eventuell Leute auf dich zukommen. Also nicht blind in Gruppen posten. Wie ich eben schon sagte, der Link der Hauptseite deiner Firma, den andere Hunderte auch posten, da verbrennst du eh nur Leute und die Reichweite geht auf Facebook verloren. Des Weiteren habe ich da noch einen Tipp, wenn du postest, zum Beispiel deine Landingpage, dann kannst du natürlich den ersten Kommentar unter deinen Post nehmen und dort den Link rein. Das ist möglich, aber nie im Text und vor allem nicht die Homepage der Firma. Dann ist es so, dein Profil sollte auch aufgeräumt sein in Facebook. Also nicht irgendwie Namen hier oben im Banner, was weiß ich, Firma XY, was weiß ich, neues Network und bla bla bla. Wir wachsen und dann gehen die Leute da drauf, googeln und sind wieder weg, was ich eben schon sagte. Immer neutral posten, keine Firmennamen auf deiner Timeline und dann funzt das auch mit Facebook. Und dann kommen die Leute hier. Sonst wissen sie ja schon vorher, bevor du Kontakt aufnimmst, was da los ist und du willst sie auf ein Webinar einladen oder irgendwas, was vorher nicht bekannt gegeben wird. Ne? So, jetzt kriegt man ja die Partner. Ja, dann ist es ja so, du kannst auch noch im Facebook Messenger Leute konkret ansprechen. Per Sprachnachricht. Mach mal da 20 am Tag. Deine Facebook-Freunde oder Leute, die du als Freund in der Zielgruppe geaddet hast, kannst du auch machen. Ist natürlich auch ein bisschen aufwendiger. Des Weiteren kannst du auch Instagram nehmen. Da kannst du dann auch Stories erstellen mit Mehrwert, wie ich schon sagte. So also nicht mit Firmennamen. Das kannst du machen, wenn du Top-Networker bist und ein Branding hast. Die kommen ja dann eh auf dich zu, die Kunden und Geschäftspartner. Die machen das, aber als normaler Networker würde ich das nicht machen oder als Vertriebler. Ja, dann oder im Feed, die Postings kannst du erstellen, auch ein paar mit Mehrwert auf Instagram. Nicht jetzt nur irgendwie ein Post, man kann das einen Mix machen, mal Gartenpost, mal Post im Urlaub, mal Geschäftspost, aber ohne Namen, mal Zitate. Und auch noch ein bisschen Mehrwert geben für Kunden in einem kleinen Video. Das kann man über Instagram machen. Und dann jetzt hier komme ich jetzt zu der Möglichkeit, hier, wie man sponsort. Ohne Namensliste, ohne einen Schritt vor die Tür zu gehen, ohne Menschen anzusprechen, keine Vorkenntnisse notwendig oder nötig. Perfekt duplizierbar von Matthias. Ein Networker, der hat tausende Leute gesponsert, rein online. Und das kannst du auch. Das ist die smarte Inbound-Marketing-Möglichkeit, die ich dir heute ans Herz legen kann. Ja, das wirst du dann unten alles sehen, ist alles verlinkt unten. Und ja, man sollte damit arbeiten. Da lernst du alles über Online-Marketing von A bis Z im MLM, Vertrieb und Network. Und für jede Firma anwendbar quasi. Sehr gut. Kann ich dir nur empfehlen.
Dann habe ich noch zwei andere Tools, die eigentlich unerlässlich sind in Verbindung mit Online-Marketing. Da haben wir einmal einen Autoresponder. Kann ich dir auch sehr empfehlen. Von dieser Firma. Kann man nur nehmen. Also deutsche Sache, top am Markt seit Jahrzehnten. Oder 10 Jahren, gut. Jahrzehnte ist jetzt übertrieben. Kannst du auch für alle Nischen nehmen. Und das Geld liegt in der Liste. Du kannst dann die Leute ja immer wieder anschreiben, wenn du Kontakte sammelst. Auch als sogenanntes Cross-Selling. Zum Beispiel, wenn du jetzt Networker bist, dann kannst du zum Beispiel im Bereich Fitness, dann kannst du zum Beispiel auch Bücher, es gibt ja auch so Gratis-Bücher, da zahlt der Kunde nur Versand, 5, 6 Euro empfehlen, was so relevant zu deinem Thema ist. Oder jetzt, wenn du Networker bist, da gibt es dann auch so Gratis-Bücher, zum Beispiel, wie man sponsort, oder von Dirk Reuter über Mindset, Vertrieb und alles Mögliche. Solche Bücher, die kannst du dir noch empfehlen nebenbei und mit deiner Kundenliste Geld verdienen außerhalb des Networks. Gerade am Anfang ist das ja auch interessant. Oder auch wenn du Ads schaltest, Werbung über Facebook oder über YouTube, da kannst du dann so ein bisschen deine Werbekosten wieder amortisieren, verstehst du? Damit du nicht nur bezahlst. Aber das lernst du denn alles auch noch. Ja, wie gesagt, den kann ich dir ans Herz lesen, diesen E-Mail Autoresponder. Dann habe ich ja noch für dich Funnel Cockpit. Das ist die All-in-One-Lösung für dein Online-Business. Eigentlich auch der Platzhirsch am Markt. Hat Top-Funktionen und ja, da bekommst du hier, kannst du auch 2 Wochen testen. Und funktioniert auch einwandfrei. Die Landingpages kannst du zum Beispiel sehr einfach erstellen und da sind auch Vorlagen, da brauchst du ja nur ein bisschen Text hinzufügen oder kannst auch so übernehmen. Drag and Drop, also das ist das, was ich meine. Du kannst da so Videos reinziehen und Bilder und alles, ne? Ja, dann haben wir hier, wie gesagt, fertige Templates. Also dieser Bounce Tool ist auch sehr interessant. Viele springen ja ab von deiner Webseite mit dem Bounce Tool, bringst du die wieder auf deine Webseite zurück, dann hast du auch noch hier auch den kleinen Autoresponder ist da auch drin, so ein CRM. Ja, Mitgliederbereich kannst du erstellen, ne? Wenn du jetzt einen Kurs hast oder also einen Online-Marketing-Kurs oder Vertriebskurs machen möchtest, selber für dein Team oder verkaufen. Bloggen kannst du, also ein Blogartikel, hier ist ein Blogsystem drin. Ist natürlich aufwendig, aber kann man auch gut Traffic generieren über ja, lange Zeit. E-Mail-Marketing-Tool, sagte ich ja gerade, ist auch drin, ist jetzt nicht so professionell, aber wie wenn du ein eigenes nimmst, das musst du denn für dich entscheiden, für den Anfang reicht ja auch eigentlich alles das. Ja, das soll es gewesen sein, wenn du noch, wie gesagt, ein Tool als Kunde generierst hier. Für dein MLM. Dann melde dich bei mir, dann bekommst du noch den Messenger Chatbot geschenkt. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg in deinem Marketing. Und ein Like würde mich sehr freuen. Daumen hoch. Bis dann. Liebe Grüße, Thomas Gußmann. Ciao, ciao.